Hallo, ich bin Rike. Ich wünsche dir ein gesundes, zufriedenes, zauberhaftes Jahr 2021. Ich wünsche dir, dass du glücklich bist und knut die Erde, verbinde dich mit der Natur, denn diese Schönheit und Vielfalt, die du in der Natur siehst und in der du wandelst, das ist Teil von dir. Das bist du, diese Schönheit, diese Vielfalt ist in dir. Denn wir sind alle miteinander verbunden, also mit der Natur. Wir sind hier auf dieser Erde als Mensch, ja, gelandet. Wir begehen diese Erde. Sie lädt uns ein und schenkt uns dieses Zuhause und schenkt uns diese Schönheit und diese Vielfalt, die wir als Menschen oftmals mit Füßen treten. Und auch, ja, wir betreiben Missbrauch mit der Erde und diesen Missbrauch und diese Traumata auch, die wir der Erde zufügen dadurch, das ist etwas Schreckliches und das wird die zukünftigen Generationen begleiten. Also die Zerstörung der Ökosysteme und diese Schädigung wird an die kommenden Generationen weitergegeben. Und wir haben schon viele, ja, Traumata in unserem Leben erfahren, auch durch Kriege, insbesondere durch den Zweiten Weltkrieg. Das sind Kriegstraumata, die weitergegeben worden sind an Generationen. Und wir führen Krieg mit der Natur, mit der Erde. Und das muss man sich einmal vorstellen, dass wir mit unserem eigenen Zuhause, mit dieser Vielfalt und mit dieser schönen Kultur und ja, mit diesem ja, wunderschönen schönen sein, dass wir da mit Krieg führen. Und das bedeutet eigentlich auch, wir führen Krieg mit uns selbst, mit unserem Individuum und auch ja, mit dem großen Ganzen, denn wir sind Teil von allem. Also alles ist Mikrokosmos und Makrokosmos auf kleiner Ebene und großer Ebene zu verstehen. Und du kannst es rational verstehen oder du kannst es in anderen Räumen verstehen. Wir sind Teil auf dieser Erde. Also du ernährst dich von der Natur und alles, was du von der Natur bekommst, das ist Teil deines Körpers. Also das macht dein Körpersystem aus, das macht deine Gesundheit aus. Das, ja, das ist das, was du bist. Alles, was du isst, das ist Teil von dir. Und es ist, ja, also deswegen, wir sind Teil der Natur und so wie wir mit ihr umgehen, auch die Zerstörung oder das Gift, was in die Natur sozusagen, ja, verstreut wird, das ist ja etwas, was wir zu uns nehmen. Und wir führen Krieg mit der Natur und mit der Erde und obwohl sie unser Zuhause ist und obwohl sie eigentlich ein Geschenk für die kommenden Generationen ist und man eigentlich etwas für diese Generation gestalten sollte, Systeme und all das, was jetzt ist. Also du bist Teil dieser Chaoszeit auch. Also keiner kann sich aus dieser Chaoszeit, die wir jetzt begehen, rausnehmen, denn wir sind Teil davon. Und welchen Teil bildest du? Welche Schöpferkraft, welche Heilkraft, welche Talente, was kannst du in diese Welt bringen? Und nicht nur für dich selbst, sondern was kannst du in diese Welt streuen, damit wir hier einen Ort, ja, im gemeinsamen Wollen auch aufbauen für eine kommende Generation, weil ich glaube langsam auch nicht mehr, dass der Mensch wirklich das möchte oder die Menschheit, dass sie wirklich etwas aufbauen möchte, das Zuhause sozusagen pflegen möchte, ja, für es fürsorgen möchte, also für die Natur und für die Erde, sondern oftmals geht es ums Recht haben, in Diskussionen, die ich führe, darum, dass der Mensch irgendwie sehr schlecht ist, alles ist schlecht, dabei gibt es die Dunkelheit und das Licht und wir sind aufgefordert, in unserer Selbstbestimmtheit diese Liebe einzuladen und diese Dunkelheit und das Licht auszugleichen. Und das ist nun mal so, dass hier die Dualität existiert, also Licht und Schatten auch in einem selbst immer wieder. Wir müssen ja da auch immer wieder versuchen, die Harmonie zu finden. Und ja, und in unserer Zeit reden wir sehr oft, was alles schlecht ist, aber wenn dann das Engagement kommt, etwas zu tun, etwas Handelndes für Generationen, für Kommende zu tun, ist weniger Aktivismus dort. Und es gibt Dinge, wo man sich engagieren kann und wo man auch andere Menschen unterstützen kann, die sich engagieren.
Und dazu lade ich dich ein. Wir leben in einer Chaoszeit. Ich denke nicht, dass das ein einfaches Jahr wird, 2021. Und ich wünsche dir Strategien, dass du da gut durchkommst, dass du dich immer wieder mit dieser Schönheit und mit dieser Vielfalt verbindest. Denn wir können diese Systeme schaffen. Die Natur macht es uns ja vor, die Natur der Erde. Sie schafft es, uns diese Vielfalt und Schönheit hinzustellen, uns allen zu schenken. Und wir können alle darauf leben, also in dieser vielfältigen Kultur mit unseren vielfältigen Kulturen und Glaubensrichtungen. Und können wir alle darin leben und haben alle darin ein Zuhause. Und das schafft die Erde uns zu zeigen, die Natur der Erde uns zu schenken. Und das können wir auch für die kommenden Generationen ja aufbauen und schenken. Und dieser Missbrauch und die Traumata, die wir jetzt schaffen und die auch noch über eine Zeit lang aufgearbeitet werden müssen, das wird noch dauern. Und treppenweise können wir aber Systeme bilden, damit es hier ein harmonischer Ort oder wieder einen Einklang mit der Natur gibt. Und ich meine damit jetzt auch nicht so, wir müssen alle in einer Hütte wohnen, sondern man kann andere Systeme schaffen. Ja, damit möchte ich das beenden und ich möchte dich einladen, deine Selbstbestimmtheit, deine Talente anzunehmen, dein Licht und es nicht nur für dich selbst zu verwenden, sondern auch zu verstreuen und andere Menschen einladen, um ja dieses Geschenk, was wir hier haben, dieses Zuhause einfach wirklich als Zuhause zu betrachten, zu respektieren, die Menschenrechte zu respektieren, zu achten, die Kinderrechte zu respektieren und zu achten und vielleicht auch die Rechte der Natur, ja, zu respektieren. Alles Liebe, knutsch die Erde. Ich wünsche dir ein gesundes, zufriedenes, zauberhaftes Jahr 2021. Alles Liebe.